Servus Leute, in dem kurzen Tutorial möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr alles für eure GTA Roleplay Experience vorbereiten könnt. Das heißt von Teamspeak downloaden, 5M downloaden, Salty Chat installieren und auch noch ein paar Problemlösungspunkte, falls ihr Probleme bei der Installation hattet oder irgendwas nicht funktioniert. Ich würde sagen, wir starten mal mit der Installation von Teamspeak. Ganz easy, einfach in dem Browser eurer Wahl einfach Teamspeak eingeben. Kommt schon die erste Seite, einfach draufdrücken, Accept Cookies und dann direkt hier kostenloser Download sehen wir schon. Nicht auf New Teamspeak Beta draufdrücken, einfach die normale Version runterladen. Hier sehen wir jetzt schon Windows, macOS und Linux, was für ein Betriebssystem ihr auch immer habt. Wir nehmen jetzt hier Windows, auch ist eigentlich ziemlich egal, aber wenn ihr das wisst und könnt ihr von eurem Betriebssystem entweder die 64-Bit-Version oder die 32-Bit-Version nehmen. Ich nehme die 64-Bit-Version. Jetzt lädt das kurz runter. Sehen wir schon unten links. Sorry für die SMS, falls ihr das gerade gehört habt. 86,5 MB, dauert kurz. Wir können direkt schon mal Salty Chat vorbereiten. Dafür einfach Salty Mine eingeben oder Salty Chat, wie auch immer. Wichtig ist, dass ihr auf diese Webseite hier kommt. Ich werde euch das auch in der Beschreibung verlinken. Okay, Teamspeak dauert noch ein bisschen. Dann schauen wir direkt mal hier, wo wir hier hin müssen, um den Download zu finden. Dafür können wir entweder hier auf Salty Chat runterklicken oder eben oben rechts auf Info-Download. Dann sehen wir hier schon die ganzen Versionen. Wir werden die neueste nehmen, also entweder da drauf drücken oder hier unten. Immer am besten die neueste nehmen, das wird jetzt auch runtergeladen. Sehr schön. Jetzt können wir auch schon theoretisch 5M vorbereiten. Das ist ganz easy, einfach 5M eingeben und die erste Seite. Und hier direkt auch wieder Download Client. Müsst ihr noch die Terms accepten. Sehr schön. Wird auch runtergeladen. Jetzt gleich können wir auf Teamspeak schon mal gehen und das Ganze installieren. Draufdrücken einfach auf den Download. Jetzt lädt es das Setup. Sehr schön. Weiter einfach durch den Wizard klicken, ganz runter scrollen bei den Lizenzvereinbarungen. So, Installation für alle Benutzer dieses Computers oder für mich könnt ihr wie nach Belieben einstellen. Dann das Datei, also das Verzeichnis wählen, wo ihr das Ganze gespeichert haben wollt. Ich mache das einfach hier in Programme und nehmt hier die empfohlene Haken, was auch immer. Das müsst ihr nicht machen, könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Overwolf ist sozusagen sowas, dass ihr wie bei Discord halt so die Namen da oben seht und noch paar andere Features. Ich wähle das jetzt nicht an. Dann können wir direkt hier den Haken setzen, bei Teamspeak 3 Client ausführen. Fertigstellen. Währenddessen hat das andere auch schon runtergeladen, aber wir kümmern uns jetzt erstmal um Teamspeak. Hat schon sich wunderbar geöffnet. Können wir mal auf Extras gehen, Optionen, dann hier euer Aufnahmegerät auswählen, ich wähle das jetzt mal hier aus, so, sehr schön, dass ihr mal die Basic-Funktionen halt habt, automatisch besten Modus wählen, das passt, anwenden, sehr schön, dann Erweiterungen, falls ihr Teamspeak schon runtergeladen habt und diverse externe Erweiterungen habt, deinstalliert ihr am besten, damit eben, damit es da keine Komplikationen gibt. So, das können wir jetzt erstmal so lassen. Wir installieren Salty Chat als nächstes, damit wir das direkt mit Teamspeak verbinden. Einfach Install drücken, dann kommt diese Warning, wir drücken einfach mal Yes, Proceed Installing und dann Add-on successfully installed. Perfekt. Do you want to activate this add-on? Please restart your Teamspeak client. Yes. Dann müssen wir kurz Teamspeak neu starten. Nicht auf Microsoft Teams, sondern Teamspeak. So.
Jetzt können wir direkt schauen und es hat sich erfolgreich installiert. Das können wir immer direkt checken bei Plugins, einfach SaltyChat. Wenn das hier direkt ankommt, dann ist es richtig installiert, könnten wir hier auf die Settings gehen, aber müssen wir eigentlich gar nicht. Aber hier könnten wir theoretisch diverse Settings halt einfach vornehmen, falls ihr das wollt. Dann, Optionen ganz wichtig, auf Meldungen gehen und das Ganze deaktivieren und keine Sounds spielen, weil dann bekommt ihr nicht die ganze Zeit die Nachricht, nicht die ganze Zeit wird gesagt, wenn jemand reinjoint oder wieder lieft, weil das ist sehr ungenießbar. Sehr schön, einfach anwenden drücken, okay drücken. Und ganz wichtiger Punkt, Fehlerbehebung bei dem Schritt. Ihr müsst, falls es nicht funktioniert, DNS-Serveradressen ändern. Dafür geht ihr auf grenzwiki.com, sehr schön. Dann auf zum Grenzwelt RP Wiki, da wollen wir hin, zu den How-To's. Und hier zu How-To-Play gehen. Da sehen wir jetzt schon die Einstellungen, die wir vornehmen müssen. Einfach dafür müsst ihr jetzt in der Suchleiste Netzwerk eingeben. Netzwerk oder Einstellungen, ganz egal. Dann können wir hier auf Netzwerk und Internet gehen. Netzwerk und Freigabecenter, ganz unten. Das hat sich jetzt am zweiten Bildschirm geöffnet. Und hier müsst ihr dann das Internet auswählen, was ihr halt gerade verwendet. Ich nehme Ethernet. Auf Eigenschaften und hier jetzt kommt der wichtige Punkt, das könnten wir vielleicht so verschieben, dass wir das halt sehen, was wir hier eingeben müssen, nämlich müssen wir bei Internetprotokoll Version 4 mal die Google DNS eingeben. Ich habe jetzt hier eine Cloudflare DNS drinnen, aber wir müssen die Google DNS eingeben, das heißt 8888 und beim zweiten Punkt 8844. Wenn wir das erledigt haben, einfach auf OK drücken, damit hat sich das Ganze übernommen, können nochmal checken, yes, hat sich übernommen. Und dann bei Internetprotokoll Version 4, falls ihr da einen Haken habt, müsst ihr dann hier das hier eingeben. Also ganz einfach, wie beim oberen Punkt, seht ihr hier eh schon eine Vorschau, wie ihr das eingeben müsst, einfach folgende DNS-Server-Adressen verwenden, anhakeln und diese beiden Punkte hier einfügen. Das war's damit. Sollten diverse Fehler eigentlich behoben sein, einfach schließen und es hat sich aktualisiert. Zu guter Letzt noch 5M, einfach installieren, draufdrücken, jetzt startet es den Client. Ganz wichtig zu erwähnen ist halt für 5M, ihr braucht einfach eine legal gekaufte oder installierte GTA 5 Version auf eurem PC. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Ist ja auch klar, weil ja, muss ja irgendwie auf das Spiel zugreifen können. Aber eigentlich, den Großteil haben wir schon geschafft. Die wichtigen Dinge sollten geklärt sein, weil der sketchy Part ist ja eh das mit dem TeamSpeak, dass da keine Fehler auftreten. Und das sollten wir eigentlich mit den DNS-Server-Adressen geändert haben. Ansonsten einfach, also 5M wieder den Wizard durchführen und da gibt es jetzt keine großen Probleme mehr, denke ich. Falls ihr Probleme habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin immer gerne da, Fragen zu beantworten. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch helfen konnte. Und lasst gerne ein Like da, lasst einen Kommentar da. Wenn ihr wirklich bis hierher geschaut habt, ein Traum wirklich, ihr glaubt nicht, wie heftig das ist. Ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Cut setze, denke ich nicht, aber fast 10 Minuten Watchtime fetzt schon. Werde ich gut Werbung reinballern. Weil ab 8 Minuten kann man ja beliebig Mid-Rolls setzen und ihr werdet so zugeballert, ich sag's euch. Okay, passt. 10 Minuten haben wir. Ciao, Burschen.